Ja, guten Abend, liebe Journalisten. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 16. Spieltag. Der HSV konnte vor 49.449 Zuschauern mit 1:0 gegen Paderborn gewinnen. Ich begrüße auch die beiden Cheftrainer Steffen Baumgart und Hannes Wolf bei mir und bitte den Gästetrainer direkt um seine Analyse zum Spiel. Ja, hallo erstmal, guten Abend. Erstmal herzlichen Glückwunsch an den HSV zu dem 1:0-Sieg. Ja, fällt relativ kurz aus. Ich glaube, dass wir erste Halbzeit es nicht so geschafft haben, unsere Sachen konsequent durchzuspielen, waren doch Fehler drin, die ich meine Sachen zu einfach fand. In der zweiten Halbzeit haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, haben immer wieder nach vorne gespielt, haben immer wieder versucht, spielerische Ansätze zu finden, hatten auch die ein oder andere Möglichkeit. Wir müssen uns natürlich auch bei Leo bedanken, dass er diese 1-2 super Kontermöglichkeiten des HSV verhindert hat. Deswegen war es lange oder bis zum Ende ein ausgeglichenes Spiel. Wir hätten uns natürlich gerade auch mit der letzten Aktion belohnen können, das haben wir nicht und deswegen geht der HSV als verdienter Sieger vom Platz. Dafür gratuliere ich und ja, wünsche allen, die ich nicht mehr sehen werde, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Dankeschön. Vielen Dank. Dann Hannes, dein Statement zum Spiel bitte. Ja, auch guten Abend zusammen. Ja, wir sind sehr gut reingekommen ins Spiel, haben viel Druck gemacht, mit viel Tempo vorne reingespielt, haben sofort Chancen, schießen auch in dieser Phase das 1:0 durch Kallet. Auch danach haben wir gegen eine sehr gute Mannschaft, die viele spielerische Möglichkeiten hat, die auch ja, dann immer wieder aus Kombination, aber dann auch mit viel Geschwindigkeit vorne reinkommt, eigentlich gut verteidigt und hatten viele Umschaltmomente, wo wir selbst auch noch mehr haben können, um ein weiteres Tor zu schießen. Haben das in der ersten Halbzeit nicht geschafft, in der zweiten Halbzeit hat Paderborn dann noch mehr Fußball gespielt, hat es gut gemacht, ohne dass wir ganz aufgegangen sind, sondern wir haben dann trotzdem die klareren Chancen, stehen, glaube ich, viermal relativ frei vorm Tor, haben die ganze Zeit versucht, ein zweites Tor zu schießen, haben es nicht geschafft und da gibt es wie eigentlich jede Woche bei uns am Ende nochmal eine Riesenchance, wo der Abschluss dann zum Glück so ist, dass Julian ihn halten kann. Ein verdienter Sieg gegen eine gute Mannschaft, wo wir trotzdem natürlich einige Themen mitnehmen, mit denen wir jetzt weiterarbeiten. Fürs nächste Spiel gegen Duisburg. Dankeschön. Danke, Hannes. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Den Anfang macht Wolfgang Stephan vom Stadter Tagblatt. Bitte einmal das Mikro. Herr Wolf, das war ja die Situation wie zuletzt auch. Gut angefangen, Gegner im Griff und die Chance nicht verwandelt und dann am Ende wieder gezittert. Was ist der tiefe Grund dabei? Ist das dann Nervosität oder was ist der tiefe Grund, warum Sie nicht klarer gewinnen können? Also erstmal ist ganz entscheidend, dass wir das positiv bewerten. Wir haben gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt und wir haben ja gewonnen. Und darüber freue ich mich gerade mal riesig. Und das sollten alle anderen, die mit dem HSV verbunden sind, auch tun, weil das ist nicht selbstverständlich. Der tiefe Grund ist heute, dass wir den Ball nicht reingeschossen haben. Wir können jetzt gerne noch einen tieferen suchen, aber wir hatten vier Riesenchancen, haben das Tor nicht gemacht. Der Keeper hat super gehalten, zweimal haben wir vorbei oder drüber geschossen. Und deswegen stand es nur 1:0. Und wer das die Endphase gegen Bielefeld gesehen hat von Paderborn und die Endphase gegen Kiel, der weiß, dass sie für ein spätes Tor gut sind, dass sie ganz am Ende noch einen reinschießen können. Das haben sie zum Glück heute nicht gemacht. Und das ist alles. Fußball ist manchmal ganz einfach. Roland Karl von HL Sports. Herr Wolf, Sie haben unheimlich viele Anweisungen in der zweiten Halbzeit gegeben. Was war da los? Was hat Ihnen nicht gefallen? Weiß ich gar nicht. Habe ich so viele Anweisungen gegeben? Ja, ein paar Sachen gerade am Ende. Da musst du halt den Ball auch mal Longline wegspielen oder vorne ins Ausschießen, dann den Einwurf pressen. Aber du kannst nicht nochmal in den Konter laufen. Da waren ein paar Themen. Auch mit den Auswechslungen haben sich Positionen verändert. Da versucht man natürlich auch ein bisschen Einfluss zu nehmen. Jetzt im Detail kann ich es jetzt gar nicht mehr sagen, aber nur weil ich Coach heißt das nicht, dass mir was nicht gefällt. Versucht immer ein bisschen noch zu helfen. War ja auch spannend. Es gibt kein Handzeichen mehr. Henrik Jakobs vom Hamburger Abendblatt. Herr Wolf, wenn man sich die Statistik anguckt, 11-10 Torschüsse für Paderborn, 50-50% Ballaktionen. Sie haben gesagt, es war ein verdienter Sieg. Wenn das Spiel am Ende 1-1 ausgeht, hätten Sie auch gesagt, verdientes Unentschieden? Oder wie werten Sie diese Statistiken? Also das eine sind ja Torschüsse, aber das andere sind, wie klar die Chancen sind. Und da hatten wir über das Spiel schon die klareren Chancen.
Und wenn du die halt nicht machst, dann gibt es am Ende noch mal eine Szene. Aber selbst die ist aus 17 Metern. Unsere Situation sind, finde ich, noch von der Qualität der Torchance besser. Aber ich weiß, muss ich nicht drüber nachdenken, was ich dann gesagt habe. Ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Wir haben großen Respekt vor der Liga, vor den Gegnern. Und deswegen soll sich hier keiner bitte über knappe Siege ärgern. Wolfgang, Stefan nochmal. Herr Wolf, würden Sie die Einschätzung teilen, dass Bakariyata heute richtig, richtig Spaß gemacht hat? Ja. Der macht Spaß, ja. Die ganze Woche war gut. Soll so weitermachen. Gut, dann ist jetzt alles beantwortet. Dann herzlichen Dank für das Interesse an der Pressekonferenz. Allen einen schönen Abend und den Gästen eine gute Heimreise.